Wenn man in den Garten von Lydia Schwaninger blickt, findet man historisches Handwerk mitten in Tirol. Angefangen hat alles mit einer Zierweide. Diese gehört jährlich geschnitten. In einer Gartenzeitschrift entdeckt sie, was man dann mit solch abgeschnittenen Weidenbündeln alles machen kann. Ich mache eigentlich alles für meinen Garten, gell? Also in erster Linie mache ich es für mich. Und da liegt ganz viel Herzblut rein und denke mir, da kann es hinpassen oder da war es nicht. Und ich bringe aber nicht mehr mehr unter in meinen Garten. Also die erste Zeit habe ich halt hergeschenkt, Geschenke gemacht. Und dann irgendwann ist einmal die Idee gekommen, man könnte auf einen Kunsthandwerkermarkt mitmachen. Ja, und so verkaufe ich halt auch was. Aber halt, es hält sich sehr in Grenzen, weil es ist wirklich Handarbeit. Es ist wie Häkeln und Stricken. Also ich mache nicht viel. Und ich mache jetzt genau so Sachen, die mir gefallen, was meiner Fantasie entspringt. Und ja, einfach nicht zu viel. Es soll ein Hobby bleiben. Immer wieder nimmt sie an den unterschiedlichsten Kursen teil, um neue Flechtmethoden zu erlernen. In ihrem Garten hat Lydia eigens Weiden angesetzt, um immer mit genügend Ästen versorgt zu sein. Je nach Sorte wachsen diese bis zu 3 Meter im Jahr. Im Winter werden sie dann geerntet, denn zur Verarbeitung sind nur einjährige Ruten geeignet. Zum Basteln kann man jetzt ruhig frische Ruten hernehmen, aber also ich schneide die Ruten und dann lasse sie ein Jahr lang trocknen, weil die Weiden haben über 20% Wassergehalt. Und wenn ich die jetzt frisch verwenden würde, dann würde jeder Korb, jedes Geflecht locker werden, weil die einfach schrumpfen. So ist der Schrumpfungsprozess, findet innerhalb von dem Jahr statt. Und nachher werden sie eingeweicht. Und je nach Stärke liegen sie ca. von einer Woche bis 3 Wochen im Wasser. Das kommt jetzt ganz drauf an, auf Wassertemperatur. Nach dem Einweichen müssen die Zweige rasch verarbeitet werden. Innerhalb von 14 Tagen müssen sie aufgebraucht sein, denn ein erneutes Einweichen ist nicht möglich. Dadurch muss Lydia genau planen, wann sie etwas wie kreiert. Und die Arbeit hat es wirklich in sich. Ja, ich muss jetzt sagen, es ist körperlich sehr anstrengend, weil je nachdem, was ich jetzt mache, also wenn man jetzt so einen Holzkorb macht, das ist eigentlich Männerarbeit, weil man braucht so viel Kraft in die Hände und man kommt wirklich zum Schwitzen. Also das glaubt gar keiner. Darum heißt es wahrscheinlich der Korbflechter. Also die Routen, die schauen oft so locker aus, gell? Wenn ich so dahin arbeite. Aber man braucht ganz schön Schmalz in die Finger. Es ist ganz schön zum Biegen und zum Ziehen und zum Zahn, ja. Aber kleine Sachen sind natürlich leichter und größere Sachen schwieriger. Bereits seit 10 Jahren stellt Lydia die unterschiedlichsten Dinge aus Weide her. Angefangen über Gartendekoration bis hin zu Sonnenschirmen. In jedes einzelne Stück legt sie ihre gesamte Leidenschaft. Daher fällt es ihr oft auch schwer, sich von fertigen Stücken zu trennen. Ich gebe sie nicht gerne. Also gewisse Stücke trenne ich mich sehr hart, weil man oft, was soll ich jetzt sagen, viele wissen gar nicht, was dahinter steckt. Oder das sind oft ganz einfache Sachen, muss total viel Arbeit sein oder was ganz eine schwierige Technik ist. Aber ich kann einfach nicht alles selber ausstellen. Also, schweren Herzens trenne ich mich oft. Aber ich glaube, das spüren auch die Leute, dass das nicht so ratzfatz gemacht ist. Nicht 0815, es ist wirklich, es steckt ganz viel Herzblut rein. 2-mal im Jahr fährt Lydia mit ihren Weidendekorationen zu Handwerksmärkten. Dort wird sie auch in Zukunft die Besucher mit ihrem Können begeistern.